Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 5 Lost on Mars. Ja, der letzte Part war ein bisschen kürzer. Ich habe mich da doch ein bisschen verschätzt, aber... Irgendjemand ist heute wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, ne? Nein. Ich bin gar nicht aufgestanden. Also, ich musste nicht aufstehen, weil ich war noch gar nicht schlafen. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja, ich würde ja gern, aber... geht ja gerade nicht mit dem Bauen, ne? Ja, ja, ich weiß. Machen wir beim nächsten Mal. Ich muss jetzt erstmal da hinten hin. Au. Genau. Ach, da ist auch noch grüner Glühwein. Außerdem will ich den Jet verbessern. Ich glaube, wir haben schon Verbesserung für den Jet, ne? Die wir uns echt verdient haben. Die wir echt brauchen. Die echt nötig sind. Glaube ich. Nähern uns dem Terraformer. Kannst du dich festhalten? Nein, kann er nicht. Kannst du dich hier irgendwo festhalten? Nein, kann er nicht. Er enttäuscht mich mal wieder auf ganzer Linie. Indem er sich einfach abstößt, obwohl ich eigentlich noch drauf landen will. Na gut, dann landen wir hier. Da drüben will ich hin, ne? Weil da liegt ein... wieder ein kleines Briefchen von Larry. Den will ich lesen. Kein Terraforming mehr. Das ist das einzig verbliebene... Das ist der einzig verbliebene Terraformer, der noch funktioniert. Die drei anderen wurden zertrümmert und die Arachniden-Königinnen haben sich ihre Energiezellen geschnappt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es diesem genauso ergeht, denn ihre Angriffe bewältigen mich langsam. Ein paar der Arachniden können fliegen und eine ätzende Substanz versprühen, die in hoher Konzentration fast alles auflöst. Ich sollte mir nicht allzu lange hier bleiben. Ja. Bin ich auch genau der Meinung. Okay. Wenn wir ein bisschen was hiervon abbauen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Okay, cool, cool, cool. Nicht cool. Glaube ich. Okay. Nice. Das nenne ich gekonnt. Vielleicht hätte ich auch eine Chance in Doom. Maybe. Trotz meiner langsamen Reaktionsgeschwindigkeit. Aber hey, wir haben's. Gut, ich will es ja gar nicht mehr sagen. Arachniden zerstören die Leistung des Terminals. Zerstöre sie. Welche Nester? Schieß auf die Nester! Das nicht schon? Die leuchtenden Dinger, Mann! Wir müssen sie zerstören, sonst könnte das Terminal nicht hochfahren! Die leuchtenden was? Ach. Die ganzen Nester erinnern mich an eine Frage, die ich immer schon mal stellen wollte. Ja? Hey, Anne, wie lange halten Eier noch, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Ich verstehe deine Frage nicht, Hulk. Bitte konzentriere dich auf die Mission. Na ja. Schön, wie du meinst. Aber die alte Siri hätte das gewusst. Ich sag's nur. Was? Hätte ich die noch nicht abschießen sollen? Oder... sind hier noch mehr? Ist doch alles frei, oder nicht? Hab ich's verbuggt? Ernsthaft? Da ist noch eins. Ist das auch noch? Nein. Ach, da!
Vielleicht habe ich es doch nicht verpackt. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, die Nester zu finden. Ich höre da gerade was. Okay. Was ist denn das letzte? Das haben wir schon, da haben wir schon. Ich will eigentlich nicht wieder runter, ne? Hier irgendwo muss ja aber noch eins sein. Neben den sehr netten Schleimcontainern. Die auch noch existieren. Wo ist denn das letzte? Das habe ich weg. Das habe ich auch weg. Ach, da! Na gut, das ist aber auch echt fies gewesen. Der Zustand des Terminals minimal und aufgeladen. Ja, ja. Ach, bitte mal, nimm mal diese verdammten Weltraumkrabben. Wir müssen sie loswerden, Alter! Was? Ja, ich glaube, die sind schlimmer. Bin mir nicht sicher. Terminal aufgeladen. Der Terraformer kann jetzt hochgefahren werden. Okay. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay. Terraformer hergestellt. Ja, ja. So, kann ich jetzt hier irgendwo... Nein, kann ich nicht, ne? Kann ich wirklich nicht. Schnell! Schnellreise. Jetzt kann ich schnell reisen, oder wie? Aha. Ich reise mal zum Kontrollzentrum. Also was musste ich eigentlich freischalten, damit ich schnell reisen konnte? Ich bin gerade echt verwirrt, aber gut. Eieiei, vielleicht mal einen Schluck trinken. Das wäre um die Uhrzeit echt mal was Nices. Und angebracht. Gut, hier. Einmal an den 3D-Drucker. Hier unten. Ja, nehme ich. Plus eins für das Schweizer Messer, Mann! Okay. Warum nicht? Ich dachte echt, ich hätte noch was für die Dings bekommen. Okay. Dann einmal hier. Welche Waffe brauche ich am meisten? Die hier. Hier ist ein bisschen Höllenfeuer, Alter! Jo, jo, das ist dann die für den hier, ne? Genau. Und dann können wir uns dann den kleinen auch nochmal irgendwann holen. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Okay, cool. Was brauche ich denn noch?
Wo könnte ich denn als... Oh ja, hier könnte ich als nächstes hin. Komm, einmal schnell reisen. Ich meine, wenn wir schon mal können, dann können wir es jetzt auch ausnutzen, ne? Wird bestimmt super. Und jetzt weiß ich auch, warum die Karen 2.0 ihn nicht da haben will als Roboter. Ich weiß schon Bescheid. Ach ja, das haben wir da vorne. Interessant. So, ich versuche mal hier zu landen. Ja, es lief super. So, einmal bitte aufladen. Danke. So, wir müssen hier nochmal zwischenlanden. Wie ich befürchte. Ja, das könnte mal ein bisschen weg. Dass es so lange dauert, bis er dann wieder hier, ne, die Möglichkeit hat, den zu benutzen. Komm, einmal rein. Ohne große Umwege. Nimm mitten rein. Dann wollen wir nochmal gucken, was wir diesmal haben, ne? Ich meine, wird ja wohl kaum wieder John Seed verprügeln sein. Eine Gitarre. Das erste, was wir sehen, ist eine Gitarre. Wo sind wir? Was muss ich tun? Trautesheim. Ja. Du das? Scheiße, Kim ist in Schwierigkeiten. Das ist nur in deinem Kopf, Mann. Ich weiß. Baby. Okay. Deaktiviere. Okay. Müssen dafür da runter? Okay. Nein. Nein, nicht das schon wieder. Oft noch. Lass mich und meine Familie in Ruhe. Was denn? Die Polizei ist am Haus. Sie sind hinter Kim her. Ist Kim da? Wie sieht sie aus? Halt die Klappe, Herc. Hier nur eine Frage, Mann. Alter. Kim! Kim, bleib drinnen! Ich kümmere mich um die Hundesöhne. Die werden dir nichts tun. Ja, ja. Die Fremde. Scheiße, da ist eine Maschine, die Peggy's her teleportiert und sie hört einfach nicht auf. Scheiße. Du musst sie zerstören, Mann. Du hast einen verdammten Albtraum, okay? Du musst das tun. Ja, ja. Ich verstehe schon. Au. Du hast recht, es funktioniert. Weiter so, Alter. War hier nicht noch einer? Nee, nicht. Okay. Ich hoffe, ich schaff das. Nein, 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 nein. Hier, Hunde. Nein, bleib weg von hier. Oh Mann. Ich hasse es, sie weinen zu hören. Papa wird dich beschützen, Schatz. Ich verspreche es dir. Okay, einmal hier. Okay, das ist schon formschön zerlegt. Aber wir das Feuer löschen. Da ist ein formschönes Healing. Okay. Hangar. Einmal zum Hangar. Wo war der Hangar? Da oben. So. Dankeschön. Brauchen wir natürlich ein Weltraumpflaster. Kommen wir gleich mal wieder. Komm, wir das Weltraumpflaster mitnehmen.
nehmen wir auch nochmal mit. Muss mal bitte. Okay, will er nicht. Weg von dem Hangar, ihr verdammten Dreckskerle! Alter, ich hab dir gerade erst frisch gestrichen! Wer beschleicht deinen Hangar? Ehrlich! Einige Leute kümmern sich um die Dinge, auf die sie stolz sind, Hörg. Das ist kein Mann. Du weißt doch, dass ich Vaterkomplexe hab. Okay. Sorry, wenn ich leise bin, aber ich bin halt echt in Konzentration. Sie sind weg. Die Peggys. Es ist vorbei. Los geht's zu deiner Tochter. Okay. Ich glaube zwar. Das ist nicht mein Mädchen! Was? Was ist los? Das war eine Krabbe, nicht mein Kind! Das ist echt grausam, Alter! Ja. Du solltest diesen Albtraum beenden, Mann! Ja, sehe ich genauso. Ich bin dafür. Eieiei. Da wollten wir zu dem Kind hin oder war das eine Krabbe? War bestimmt von der großen Krabbe Pizza. Die große Krabbe Pizza. Okay. Das hätten wir. Da haben wir wieder ein paar Energiezellen für die nette Anne, die vielleicht gar nicht so nett ist und vielleicht Krieg auf der Erde auslöst und alles töten will und der Meinung ist, Roboter an die Macht und ihr wisst Bescheid. Könnte sein, dass wir den Krieg ausgelöst haben. Lautes Heim! Ach Mann, wen hast du es gezeigt? Ja. Und wir haben wieder grünen Schleim bekommen. Und eine Energiezelle ist auch in der Nähe. Mal wieder. Wo? Ach, da. Ich sehe das manchmal gar nicht. Bin einfach zu blind dafür. Arachnidenkönigin in Sicht. Jojo. Affenkönig, hier spricht ein verlorener Sohn. Ich beschwöre dich, dass du uns vor dieser Königin beschützt. Was? Ach komm. Sons of Odin, Mann, die Typen sind echt krank. Ja. Interessierten sich für Okkultismus und so ein Scheiß, standen total auf Sexmagie. Nicht wie die Chili Peppers, eher so Aleister Crowley-Kram. Okay. Nicht wie die Chili Peppers. Ich mag die Chili Peppers. Ja? Also ich mag Chili und die Red Hot Chili Peppers. Ist halt meine Musik. Hinter der Bühne war es echt seltsam. Eine Menge Orgien und so. Auf dem Papier sehen Orgien toll aus, aber. Weißt du, wovon man dir nie erzählt hat, Nicholas? Vom Geruch. Oh, ja! Ganz erwärmlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, wegen zu viele Menschen auf einmal, ne? Die ganzen in Leder gekleideten, verschwitzten Körper, die aufeinander rumglitschen, das riecht wie Achselschweiß und Körperflüssigkeit. Total widerlich, aber sie haben gerockt, Mann. Ja. Wie werfe ich eigentlich die anderen Dinger? Okay. Ja, und ich denke noch dran, dass ich die auch noch holen muss. Komm, stirb. Geh drauf. Damit meine ich nicht uns, sondern diese Königin, ne? Die da irgendwie hängt wie der letzte, und uns trotzdem trifft. Ach so.
Haben wir wieder geschafft. Verdammt, Junge! Wir sind wie zwei Dosen Raid! Bitte was? Wie zwei Dosen, bitte was? Nein, ich hab's wirklich nicht verstanden. So, ich sollte nicht so weit rauszoomen, ne? Ja, so, es läuft schon ganz gut, oder? Also, ich kann mich nicht beklagen. Komm, hier Forschungszentrum, ne? In der Richtung. Okay, cool. Das ist auch übrigens eins von, ja. Herks Körperteilen in der Nähe. Das könnten wir dann auch gleich mit einsammeln. Ich meine, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Das klingt immer noch falsch. Aber gut. Ist halt, ne? Kannst du mal bitte stehen bleiben? Gut, aber bitte stehen bleiben. Dann wir es dann gleich hier wieder, ne? Nein! Oh, ich hasse dich. Wo sind wir? Okay, ich bin irgendwo reingeglitscht. Ich bin getroffen, Mann! Au! Bin getroffen! Ja. Ich weiß nicht warum! Ja, ja, komm. Ich bin gerade irgendwo reingeglitscht. Das ist nicht so gut. Ich reise mal schnell, damit wir aus dem Glitch wieder rauskommen, ne? Also aus diesem Berg. Oder was auch immer. Ja. Ne? Terraformer ist noch aktiv. Gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen... Es liegt eine Was? Menge Sexappeal in der Luft und Eifersucht. Was? Ach, hier ist das Körperteil. Eines meiner Körperteile muss in der Nähe sein. Das ist ganz klar. Ach komm. Okay. Bitte geh weg, bevor wir sterben. Okay. Das ist überhaupt nicht gut. Tötet euch bitte gegenseitig. Dankeschön. Ja. Komm. Halt die Klappe. Ach da. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ein Fuß. Okay. Mit Zeh oder ohne? Ich glaube, das war der rechte große Zeh, ne? Der gefehlt hat, ne? Den wir gefunden hatten. Dann wahrscheinlich mit. Hey, dein linker Fuß. Danke, Mann. Den brauche ich fürs Abhauen. Das glaube ich dir. Warnung. Dieses Zentrum wurde überrannt. Ich erkenne eine hohe Arachnidenpräsenz und zahlreiche Nester. Sieht so aus, als wären die Weltraumkrabben ein bisschen sauer wegen den Experimenten. Wir müssen eine Königin sein. Die schnappen wir uns. Okay. Cool. Dass wir gerade jetzt darauf kommen, ne? Wir müssen
müssen die ekligen Nester zerstören, Alter! Machen wir bitte hier ein... Elektrogranate erhalten. Okay. Elektrogranate. Diese Granate setzt eine starke elektrische Ladung frei. Nutze sie, um kurzzeitig mehrere Arachniden zu lähmen und zu verwunden. Kompensiere sie mit anderen Angriffsfunktionen, bla bla bla. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. So, wir müssen die Nester zerstören, ne? Zerstöre Eier und Nester und töte Arachniden. Ach. So. Wir müssen die ekligen Nester zerstören, Alter! Okay. Okay, ihr dürft euch gegenseitig wieder zerstören. Okay. Hier. Sprengdrang. Warnung. Ja, ja. Seismische Aktivität über Normalwert. Uh-oh. Ach du Scheiße, heilige drei Königin! Bist du bescheuert? Wir können nicht gegen drei auf einmal kämpfen! Alter, das ist so gruselig! Wenn du die besoffenen Reißverschluss zuziehst. Ausweich, meine ja. Amigo! Komm schon, Mann, wir müssen die platt machen! Damit heißt das nicht, dass sie keinen Schmerz empfinden! Einmal kurz, bitte, Granate. Ja. Come on. Okay, davon habe ich gar nichts mehr. Davon auch nicht. Schade. Ich bin aber weg. Ich wollte mich gerade healen. Bin da voll in die reingerannt. Okay. Ich glaube, das hat gerade noch so... Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das... überleben konnte. Ohne mein Chicken Teriyaki, aber gut. Ist halt so, ne? Ja, ja. Nutze das für den Verschwindetrick, um von den Arachniden kurzzeitig nicht entdeckt oder angegriffen zu werden. Du kannst ihn auf zwei Arten aktivieren. Elfendraht oder achte hier auf die Zeitanzeige, um zu sehen, wie lange er noch aktiv ist. Nicht sehr lange. Ja, ich weiß, jetzt bin ich wieder sichtbar, ne?
Okay. Bro. Nein, danke. Das war's wieder. Ich nehme mal Weltraumpflaster und hau ab. Ja. Ich hasse das, wenn die beiden die gleiche Attacke haben, ne? Also sich ergänzen, ne? Einer macht meine Waffe kaputt, der andere macht meinen Gleiter kaputt. Oder was auch immer. Nee. Whatever. Ach, Biatch. Komm, nein. Bitte nicht. Nein! Könnt ihr mir doch nicht antun. Oh, ich bin getroffen, Mann! Oh, ich bin getroffen! Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe Schmerzen, Mann! Ja, ja. Ja. Ich habe Schmerzen. Emotional und körperlich. Hab du mal deine Schmerzen. Oh, ich bin am Boden! Ja, ich auch. Das war's. Oh, der Sand! Der Sand, der ist grob und... Halt den Rand. Halt einfach den Rand. Da vorne, da vorne. Schild erhalten. Danke. Ich hasse dich. Grandios, eine erledigt, zwei nicht ganz so krasse Königinnen übrig. Ja, ich glaube, die sind genauso krass. Aber danke. Da, ne? Systemschocker. Okay. Ich glaube, der macht, dass ich mich nicht regeneriere, ne? Sein grünen Spuckerchens, ne? Oder? Kann das sein? Dann ist der grüne viel, viel, viel gefährlicher als der pinke. Also Rotz meine ich. Toll. Alles gefährlich, ich weiß. Grüner Rotz! Okay. Die ist echt intelligent.
muss man ihr lassen. Aber ich werde sie noch hinkriegen. Ach, da ist sie ja. Ich glaube, die hasst mich. So, wo ist denn eigentlich die andere Königin, die ich getötet habe? Naja, irgendwo da. Das ist übrigens noch die Lebende. Das lebende Vieh. Dankeschön. Da unten ist übrigens noch eine Nachricht von Larry. Unserem Kumpel, Bro. Ich mochte ihn. Er war ein bisschen verrückt. Ein bisschen plämplämm. Aber ich mochte ihn. Irgendwie. Ja, ich weiß. Feiges Miststück. Hab ich auch. So feige ist das Miststück gar nicht. Okay, oder doch? Na, kommst du wieder raus? Ja. Irgendwie schon. Na? Ja. Okay. Komm her. Na, das war nicht wirklich gemeint. Heilige Scheiße, wir haben's geschafft. Hab ich? Ehrlich, Mann, ich dachte, wir wären am Arsch. Ich auch. Ich auch, aber sowas von. Uff. Ei, Karamba. Ah. Hier war doch irgendwo der Eingang, ne? Ja, der. Irgendwo. Ich hab's irgendwo gehört. Ach, hier. Ich mach mal, ne? Ich meine, da hinten habe ich irgendwo noch eine Nachricht gesehen, die ich lesen will, aber. Erstmal das schaffen, ne? Also. Friedenforschungszentrum hergestellt. Aha. Okay. 3D-Drucker, bitte. Ich habe wieder 3000. Was geht? Okay. Immer noch nichts Neues. Das können wir haben. Für 2, 3. Komm.
Klasse, Mann! Der Morphinator! Ich glaube, das war das hier, ne? Genau, statt der Strahlenwaffe, genau. Okay. Ja, es war das, ne? Gut. Das hat sich total gut angefühlt, Mann, wie mein erster Platz bei Jugend forscht. Du hast mal den ersten Platz bei Jugend forscht gemacht. Womit denn das? Hast du jemals von etwas namens unsichtbare Tinte gehört, mein Bester? Das ist schon 1000 Mal gemacht worden. Ja. Wie hast du damit gewonnen? Wir waren zu zweit und der andere Typ ist nicht aufgekreuzt, Alter. Erster Platz ist erster Platz. Egal, wie man's dreht, Mann. Okay. Interessant. Ich habe schon gedacht, sonst was. Aber gut. Wo ist der Zettel? Ich will den Zettel. Ernsthaft, ich will den Zettel. Wo ist denn der? Ah, nein. Falsch. Falsche Richtung. Hier liegt irgendwo ein Zettel. Und ich will ihn finden. Was? Der? Und wie ist er da reingekommen? Ach so! Okay, cool. Okay. Hätte auch andere Wege nach innen gegeben. Okay. Was haben wir hier? Eine tödliche Schwachstelle. Ich hab's, die Arachniden haben wirklich eine Schwachstelle. Ein Stück ungeschütztes Fleisch auf dem Rücken, durch das man ihr Nervensystem angreifen kann. Aber um das zu schaffen, muss man schon ein sehr guter Schütze sein. Die Biester sind schnell. Wir verlieren zu viele Bots. Vielleicht muss ich selbst da rausgehen. Okay. Hätte ich an seiner Stelle nicht getan, aber gut. Ich meine, er ist Larry, ne? Das deswegen. So. So, ich meine, ich war eh erstmal auf die neue Waffe. Also ich warte, bis wir die holen können, ne? Bevor ich dann die ganzen anderen Waffen vielleicht auch noch hole. Einfach zur Vervollständigung. Vielleicht gibt es ja ein Achievement oder so. Ne? Irgendwie sowas in der Art. Ach ja, stimmt, das war ja hier so eine Forschungsgedönsstation, ne? Da war was. Hier haben wir noch übrigens noch ein hübsches Körperteil von Herc, aber... Ich glaube, das verschieben wir auf den nächsten Part, oder? Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder. Bis dann. Bye.